Auf Streife. Ilka Fischer und Marc Westerhofen wurden eigentlich wegen der Streitigkeiten in der Kita alarmiert. Ehe sie dort eingreifen, gilt ihre volle Aufmerksamkeit dem verzweifelten Jungen. Hallo, Polizei. Hallo, was ist los? Streiten sich alle und so und ich finde meine Mutter nicht mehr. Für die Beamten hat die Suche nach der Mutter des Siebenjährigen zunächst oberste Priorität. Erst danach ermitteln sie den Grund für die hitzigen Streitigkeiten. Mein Gott! Die Mama? Ich hab dich nicht gefunden. Ist das die Mama? Ja, alles klar. Entschuldigung, ich bin die Mutter. Ich hab dir aber gesagt, ich gehe nur kurz auf Toilette, Schatz. Ach, okay. Hast du nicht mitgekriegt, dass die Mama aufs Klo musste? Nee. Was macht ihr denn so spät noch hier? Du hast gesagt, die streiten alle drin, ne? Ja, weil, ja. Sollen wir da mal gucken gehen? Sollen wir so da mal Anmeldung? Gucken? Sie sind auch hier, ich bin auch für, hier Anmeldung. Für Anmeldung. Okay. Genau. Okay. Aber Sie haben kein Problem. Sie streiten jetzt nicht? Oder ich bin jetzt kurz rausgegangen, weil ich zur Toilette musste. Und okay. Meine jüngere Tochter sollte angemeldet werden, auch im Kindergarten. Aber jetzt sind angeblich nicht ausreichend Kindergartenplätze da. Und deswegen und das sind ist jetzt der am Streit streiten. Jetzt hier. Ah, okay. Vielen Dank schon mal. Der Streit um die Kindergartenplätze ist in vollem Gange. Lautstark kämpfen die Eltern für ihre Kinder. Nur mit Mühe kann sich Marc Westerhofen Gehör verschaffen. Hallo! Hallo! Hallo zusammen! Guten Abend! Bitte mal Ruhe! So, ach, das hat gewirkt, das ist ja gut. Was ist denn hier los? Wir haben hier 2500 Euro im Förderverein. Stopp, ganz kurz. Vom Beginn an, warum sind Sie hier? Dann erklären Sie bitte mal, Sie sind da hinter der Theke, Anmeldung. Ja, ich bin hier die stellvertretende Kindergartenleiterin. Okay. Und die Herrschaften sind hier wegen der Anmeldung. Und da ist irgendwas wohl schiefgelaufen, dass manche nicht da draufstehen mit den Namen. Wir haben doch die schriftliche Anmeldung noch hier. Ja, stopp. Pass auf, ich komme jetzt gerade mal zu Ihnen hier rüber, dann sind wir irgendwie so auf der sicheren Seite. Ja, auch gleich meine Chefin fragen. Der Fall ist mysteriös. Trotz der schriftlichen Zusage sollen die Familien keinen Kindergartenplatz erhalten. Dieses Bestätigungsschreiben an die Eltern wirft bei den Polizisten Fragen auf. Wer hat denn hier überhaupt angerufen? Irgendjemand hat sich doch... Ich habe Sie gerufen. Sie haben angerufen? Genau, ich habe Sie angerufen. Ich bin hier die Kindergartenleiterin. Elke Rausch ist mein Name. Das ist die Vertretung? Das ist meine Vertretung. Warten Sie mal nicht, dass Sie über aber die Stifte kommen. Sie sehen ja, was hier los ist. Ich wusste mir jetzt keine Also heute Abend ist Anmeldung für heute neue Abend Eltern bzw. die Kinder richtig, das nächste Kindergartenjahr. Und eigentlich waren auch alle Eltern hier, die auf meiner Liste standen und haben die Kinder angemeldet. Und was ist mit den Herrschaften, die jetzt hier sind? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe die Herrschaften nicht auf meiner Liste. Und es tut Sie haben mir gesagt, auch leid Sie haben für die Eltern. Aber darf ich mal? Ich habe halt nur eine begrenzte Anzahl das von Das ist die schriftliche Bestätigung, dass wir hier einen Platz bekommen haben. Ja, Moment, ich guck mal. Zuzüglich eine Quittung für den Förderverein des Kindergartens von einer Höhe von 2.500 Euro. Das ist Ihr Kindergartenlogo, Ihr Kindergartenkopf. Stempel. Da steht, sehr geehrte warten Sie mal, wir gucken mal. Mein Kollege soll ja auch ins Bild kommen. Sehr geehrte Familie Wagner, das sind Sie. Ja, ich bin der Vielen Dank für Ihre Bewerbung um einen Platz in unserer Einrichtung. Wir sind eine Kindertagesstätte in freier Trägerschaft. Ein gewisses Engagement seitens der Eltern liegt uns sehr am Herzen. Daher nehmen wir im Vorfeld eine Spende an unseren Förderverein entgegen. Bitte überweisen Sie einen Betrag an Ihr Konto. Das ist auch nicht unser Konto. Das ist nicht unser Konto. Also, kann ich das jetzt darauf schließen? Ah ja, vielen Dank für Ihre großzügige Spende von 2.500 Euro. Seit wann bezahlt man Geld für einen Kindergarten? Ja, gut, das ist ein Förderverein. Also für mich war das ganz klar. Das war die Eintrittskarte für den Kindergarten. Sie haben Sie haben auch alle überwiesen, oder was? Also meine Frau, Ach, Sie sind Frau Wagner. Dass Eltern für einen Kindergartenplatz Geld spenden sollen, ist äußerst unüblich. Ilka Fischer und Marc Westerhofen haken deshalb nach. Also wir haben hier eine Liste, da stehen ja etliche Namen drauf. Sind das vom Verständnis her, sind das alles die Elternbewerber jetzt mit ihren Kindern? Und die hier sind, gucken Sie mal gerade drüber. Und da ist so eine Liste, da sind grün markierte drauf. Sind das die, die dann auch hier einen Platz bekommen haben, die grün markierten? Sind die Herrschaften denn hier? Da haben wir ja Adolf, Knass, Kaufmann, Krieg, Paulsen.
und so weiter und so fort. Ist ja keiner von denen seit hier. Wann bezahlen Eltern Geld für einen Kindergartenplatz? Eigentlich gar nicht. Ich kann mir so, also jetzt mal vielleicht zu klären, wir haben ja jetzt hier ein Schreiben, die Kontonummer. Sie sagen, das ist keine offizielle... Das ist keine Kontonummer von uns, kann ich Ihnen auch gerne zeigen. Gut. Ja, also Sie haben das überwiesen. Wir haben keinen Rückläufer gehabt. Also das Geld ist eingegangen. Sein. Die Vermutung der Beamten, der Täter hat die Verzweiflung der Eltern bewusst ausgenutzt, um sich so zu bereichern. Und tatsächlich gibt es schon bald einen Verdächtigen. Wir haben jetzt eine Liste zum Verständnis hier. Das sind ja so viele Anmeldungen hier gewesen. Und das sind jetzt Leute, die sind da grün markiert, Familien, die mit ihren Eltern, die mit den Kindern hier einen Platz bekommen haben oder was. Also ich habe jetzt hier Adolf, Knast, Kaufmann, kriege es irgendeiner von denen hier. Apfelbaum, ich weiß, dass Apfelbaum hier war. Aber der ist nicht grün markiert, würde ich jetzt sagen, der hätte jetzt hier keinen Platz bekommen. Da habe ich die Bestätigung geschrieben. Was ist das für eine Liste? Wo lassen Sie die mir mal gerade hier. Ich habe einen Platz bekommen, richtig. Ich habe auch eine Zusage. Sie sind die Frau? Apfelbaum. Okay, passen Sie auf. Ja. Ich gehe gerade mal mit zu meiner Kollegin, wir gucken uns das Ganze mal da drüben an, weil ich finde es auch ein bisschen... Vielleicht ist es so. Ja, also Sie haben das auch an die Kita überwiesen. Genau, und ich habe auch keinen Rückläufer bekommen, das Geld muss irgendwo geflossen sein. Okay, aber spätestens über die Bankverbindung hier Westbank Köln können wir ja herausfinden, wer da der Kontoinhaber ist. Aber haben Sie sowas schon mal... Ich kann mir das vorstellen, darf ich mal kurz erklären. Sie haben hier einen Jahrespraktikant. Ja, das ist der Felix. Der ist im Moment im anderen Raum. Hat der Zugriff hier auf Listen, oder? Ja, weil er hat mich letztens gefragt, ob er nicht Gehaltserhöhungen kriegen kann. Ja, da habe ich auch gefragt. Das kann sein. Haben Sie sich bei Felix angemeldet? Nein. Felix kennen Sie gar nicht. Die Polizisten konfrontieren den Praktikanten umgehend mit dem Tatverdacht. Obwohl er vehement abstreitet, etwas mit der Sache zu tun zu haben, gibt es dennoch Grund, seine Unschuld anzuzweifeln. Oh, warum? Hier ist ein Riesentrubel. Herr Felix, es geht hier um eine Menge Geld und um Kinder. Ich? Hallo. Warum ich? Wie heißen Sie mit Nachnamen? Felix Laumann. Naumann? Laumann. Laumann. Herr Laumann, können Sie vielleicht mal erklären, wie Sie zu diesen Mengen an Geld kommen? Nee. Weil wir reden hier über relativ viel Geld, die Leute hier bezahlt haben. Felix, bitte nicht du. Das ist das Geld von meiner Oma. Die hat mir das geliehen, weil ich heute Abend die Kaution bezahlen muss. Ja, aber und neuen steckt Mietvertrag man sich doch nicht der so in den Rucksack. Ja, da kann man auch Money oder sowas. Doch, ich habe auch Money. Sollten Sie vielleicht da reintun, ne? Weil aber die Kinder sind Felix, schon weg. Kannst du mir jetzt. Du hast so viel Bargeld bei mir. Ganz ruhig. Gut. Wir müssen erst mal hören, was er zu sagen hat. Vielleicht gibt es da eine Erklärung für. Das heißt ja nicht gleichzeitig, dass er damit irgendwas zu tun hat. Nochmal, wofür ist das Geld jetzt? Für meine Kaution, die ich heute Abend bezahle und den Mietvertrag unterschreibe. Und von wem ist das Geld? Von meiner Oma geliehen. Und die kann das bestimmt noch bestätigen, wenn man da nachfragt. Auf jeden Fall. Da der Verdächtige die Tat abstreitet, müssen die Beamten sie ihm nachweisen. Die Anschuldigungen wachsen dem Mann über den Kopf. Warten Sie mal ganz kurz. Geht gar nicht. Müssen wir erst mal gerade mal was kontrollieren. Und zwar, wir haben ja hier, ist ja auch eine Kontonummer drauf, ne? Eine Bankverbindung. Gott. Ich hab echt keine Worte. Hey! Ja, ist doch Unsinn, hier in Kinderklo zu verschwinden. Ja, aber ich bin Jahrespraktikant. Was soll das? Ich hab damit nichts zu tun. Setz ihn mal mit dem Hintern am Tisch. Also, Felix, ich sag's mal einfach, Felix, erstmal ganz ehrlich unter uns. Ne? Also, bis gerade habe ich noch wirklich die Vermutung gehabt, das ist jetzt wirklich alles wahr, was er uns da so erzählt. Und jetzt machst du hier eine Biege, das macht dich höchst verdächtig. Ja, pass mal auf, machen wir jetzt anders. Du hast bestimmt irgendwie eine Bankkarte oder sowas, ne? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das irgendein Konto ist, wo keiner drauf Zugriff hat. Kann ich die mal haben, gerade die Bankkarte? Ja, kann ich ihn gerne zeigen. Dann gleichen wir das mal gerade mal ab hier und dann werden wir das mit der Oma noch probieren und das ist alles gut. So, die Oma kann man anrufen? Ja. Wie heißt die Oma? Die heißt Anni. Anni. Machen wir gleich jetzt hier, aber guck mal gerade bitte. Guck mal gerade. Finde ich echt dreist, dass ihr denkt, ich habe noch was zu tun. Wir verkaufen noch keine Kinderplätze hier. Kannst du dir den Trubel vorstellen? Nee, den abgehauen mir. Ehrlich gesagt, alles in Ordnung. Aber irgendwann ist ja nicht in Ordnung. Guck mal, Bankkarte, ganz andere Kontonummer, ganz andere Bank. Das passt vorne und hinten nicht. Also ich glaube dem irgendwo. Ich glaube auch nicht, dass er noch eine zweite hat. Was soll der denn mit 1.500 Euro herumliegen haben? Wir reden über 2.500. Ja, mindestens. Plus, was da sonst von den anderen auch noch ist. Also ich glaube nicht, dass er damit irgendwas so tun könnte. Der Praktikant verdächtigt die stellvertretende Kindergartenleitung. Die soll sich nämlich zuletzt immer wieder im Büro verschanzt haben. Nee, lassen Sie mal euch mal auf. Lassen Sie euch mal auf. Was machst du hier? Ja, ist alles gut hier. Okay. Was haben wir denn hier? Sehr geehrte. Guck mal, das ist doch das von Herrn Wagner. Sehr das ist doch genau das Schriftstück, Familie, was du gerade hast. Wagner. Das ist doch schon. Sag mal, geht's dir noch gut? Nein, ich war das nicht. Sagen Sie mir doch noch mal Ihren Nachnamen. Bartel. Frau Bartel. Ja. Also,
ist das der Firmenlaptop, also der Kindergarten. Das ist der Zugang für jeden. Und da ist auch die Bankkarte, da ist unsere richtige Bankverbindung drauf. Und das ist nicht die Nummer. Kita Marion. Köln. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Nee, das passt überhaupt nicht. Was ist das? Ja, ich weiß es mir doch bitte. Ich kann es auch nicht erklären. Ich verstehe das nicht. Ja, wer soll denn hier Waren Sie mal ganz kurz. Das muss ja Felix gewesen sein. Wer geht denn hier noch ein und aus? Wer hat denn sonst Zugriff außer Ihnen beiden hier noch? Nur wir beide. Nur Sie beide können ja den PC. Da gibt es noch andere Bankverbindungen. Schmidt, Müller, Spendenaufruf, Schmidt, Müller, Claude. Kleber, Klatt, wer ist das denn alles? Ach, das Moment mal gerade. Das ist jetzt nicht wahr. Das sind die Herrschaften, die draußen waren. Nee, das waren die auf der Liste grün markierten hier, die Namen. Ach, die bezahlt haben? Ich habe. Zum Spendenaufruf. Ich wollte nur kontrollieren, ob die Anmeldung alles richtig ist. Okay, pass auf. Da war ich mal an den Ordner. Bitte schön. Geben Sie mal gerade bitte Ihren Ausweis und ich hätte mal gerne Ihre Bankverbindungskarte, die Karte. Ich schaue darüber auf meine Tasche. Hier ist die richtige Liste. Ja, machen wir gleich. Machen wir jetzt was ein jetzt hier. Ne? Mit der Apfelbaum, haben Sie gerade gesagt, genau. Und das sind die Schreiben, die wir rausschicken. Da steht nichts vom Geld. Ja, danke schön. Da ist keine Wandverbindung drauf. Hier teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Kind einen Platz in Ihrem Kindergarten reserviert hat. Herzlichen Glückwunsch. So, da ist haben auch wir einmal Apfelbaum. Ja. Da haben wir jetzt einmal die Familie Bartel, die Frau Bartel. So, das ist das Westbank Köln, das stimmt auch. Und die Kontonummer 220. Sie bleiben mal schön bei mir 025 hier. 35. Das ist die Kontonummer hier. Das ist doch ihr Konto. Ja. Nicht nur, dass du mich belügst. Frau Bartel. Auch noch die Eltern. Das tut mir leid. Und die Kinder haben keinen Platz. Was? Das ist die Liste. Du bist 2 Monate hier. Du machst 20 Jahre kaputt in dieser Kita. Ja. Vor allen Dingen werden sie sich damit unter Umständen Berufsverbot einhandeln und so weiter. Sie werden definitiv hier keinen Arbeitsplatz mehr haben. Mir blieb nichts anderes übrig. Warum? Mein Mann ist weggelaufen, hat mich stehen. Ja, kein Wunder, würde ich sagen. Und ich habe dann so viel Schulden. Ich will keine Insolvenz anmelden. Bitte, ja, aber mit Betrügereien. Aber dann ruft dieser Kindertagesstätte, den hast du ruiniert. Nee, mit Betrügereien. Aufmerksam gemacht, ja, aber mit Betrügereien. Spenden wollten. Ja, aber mit Betrügereien kommt man im Leben auch nicht weiter. Und Sie wissen, das kommt immer raus. Ich weiß. Und jetzt früher als ich würde sagen, das hat sich erledigt. Du kannst gleich sofort nach Hause. Ich kann mich nicht entschuldigen. Können wir die nicht weiter beschäftigen. Frau Bartel, ganz kurz jetzt. Wir müssen jetzt hier ein bisschen taktisch vorgehen. Ne? Wir wollen Sie jetzt nicht den Löwen da zum Fraß vorwerfen. Ja. Das müssen wir anders regeln. Die Gelder, die auf Ihr Konto geflossen sind, sind die noch da? Die sind auch zum Teil da, ja. Zum Teil. Das heißt, Sie haben von den allen, die hier aufgerufen worden sind, die sind alle bezahlt. Deshalb habe ich die doch. Das sind ja 20.000 Euro, sind ja weg. Ich musste den Gläubigern irgendwelche Leuten. Das sind 20.000 Euro dann fort, ne? Da haben Sie Gelder ausgegeben von irgendwelchen Leuten? Ja, aber nicht so viel. Ich habe nur einen Teil davon ausgegeben. Marion, es findet sich immer ein Weg, aber doch nicht Straftaten. Gut, aber das werden wir nicht hier an dieser Stelle regeln. Ja, ich denke, das wird definitiv eine Kontoprüfung geben. Ja. Letztendlich können Sie der ganzen Sache jetzt mitwirken und mithelfen, indem Sie hier sagen, von wem haben Sie Geld bekommen, welche Eltern haben Sie angeschrieben. Ja, und das müssen Sie definitiv zurückbezahlen. Die Frau wurde wegen Urkundenfälschung und Betrugs angezeigt und fristlos gekündigt. Die Eltern haben doch noch Kita-Plätze bekommen.